Der aktuelle Verfassungsschutzbericht, die rechte Szene spielt darin eine Hauptrolle. Zwar ist die Zahl der Rechtsextremisten in Deutschland gesunken, dennoch mehr Straftaten, insbesondere Gewalttaten, wurden registriert, ein Plus von 6%. Fast jeder zweite Rechtsextremist gilt als gewaltbereit, vor allem gegenüber Einwanderern. Ein besonderes Augenmerk richten deutsche Behörden auch auf die Salafisten im Land. Die Zahl dieser radikalen Islamisten ist sprunghaft angestiegen. Auch hier beunruhigt die Behörden deren Hang zur Gewalt, vor allem gegenüber rechten Islamgegnern. Das kann man sehr gut bei Pro-NRW und den Salafisten beobachten, dass man also jeweils diese Auseinandersetzungen, die da stattgefunden haben, dazu nutzt, um im eigenen Lager weiter zu radikalisieren und auch diejenigen zu gewinnen für Gewaltaktionen, die vorher nicht unbedingt gewalttätig waren. Auseinandersetzungen wie diese im Mai letzten Jahres. In Bonn trafen Salafisten auf die rechtsextremistische Organisation Pro-NRW. Bei Straßenschlachten wurde ein Polizist schwer verletzt. Monate später versuchten Salafisten ein Attentat auf den Chef von Pro-NRW.